أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله dass Allah Azza wa Jalla uns wieder ermöglicht hat, dass wir hier sitzen dürfen, uns in die Augen schauen dürfen und in der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam fortführen dürfen mit meinem Bruder Younes, der überhalb von Stuttgart, unterhalb von Frankfurt, irgendwo aus dieser Ecke, Alhamdulillah ist, Alhamdulillah, dass Allah unsere Herzen zusammenbringt, dass wir hier sitzen können und über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen dürfen. Letzte Woche haben wir über ein bestimmtes Jahr des Sira gesprochen. Über welches Jahr? Bei? Wie hat man boykottiert, oder? Damals. Nicht die Boykottierung. Senatul, er hat schon gesagt, Senatul? Husn. Senatul Husn. Was bedeutet es auf Deutsch? Die Traurigkeit, also. Das Jahr der Trauer. Das Jahr der Trauer. Was ist dort passiert? Wen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verloren? Seinen Onkel, seine zwei Kinder und seine Frau. Seine zwei Söhne und auch seine Ehefrau. Plus, er ist nach Taif gegangen mit der Hoffnung, dass eine Tür sich aufmachen wird, dass die Dawa von dort aus weitergehen kann. Aber auch dort wurde er steinigend ausgetrieben. Und dann hatten wir gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingegangen ist und zu Allah subhanahu wa ta'ala mit voller Trauer Dua gemacht hat, in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Erleichterung schenkt. Und Allah hat seine Dua angenommen, hat seine Dua geantwortet mit wem? Mit einem namens Addas radiallahu anhu, der ein Christe war, der gekommen ist und den Islam beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam angenommen hat. Mit ihm hat er geantwortet. Danach mit den Jinn, die seinem Koran gehört haben beim Gebet und zum Islam eingetreten sind, sogar ihr eigenes Volk zum Islam eingeladen haben. Und mit wem noch? Mit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam schaut in den Himmel und er sieht wen? Jibril alaihi salam. Aber Jibril alaihi salam nicht alleine, sondern mit noch einem Engel. Ein Engel, der zuständig ist für die Berge. Mit ihm, er kommt, er sagt, ich bin in deinem Dienste, ja Rasulullah. Allah hat mich geschickt. Egal, was du sagst. Mit ihm geantwortet. Plus, danach, er steht vor Mekka, normal kann er nicht mehr nach Mekka rein, mit einem Muschrik namens Mut'im bin Adi. Auf diese vier Arten hat Allah seine Dua geantwortet, hat Türen aufgemacht, an die er gar nicht denken konnte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Trauer, doch Allah macht neue Türen auf. Allah schafft neue Wege. Und jetzt nun steht der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mekka, haben wir gesagt, er ist zwar zurück, aber nun ist sein Onkel nicht mehr da, sein Rücken ist sozusagen gebrochen, beziehungsweise der ihn immer gestärkt hat, unterstützt hat, und er steht noch viel härter unter der Unterdrückung der Mushrikun, der Quraysh. Noch viel härter. Und dementsprechend ist auch der Einfluss in seine Trauer und in seine Zuneigung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Somit wird Allah jetzt noch einmal auf eine Art und Weise den Propheten sallallahu alaihi wasallam antworten, wie er nie wieder jemanden antworten wird. Auf eine Art und Weise den Propheten sallallahu alaihi wasallam antworten, wie er nie wieder jemanden antworten wird. In der Zeit sind wir 18 Monate vor der Hijra. Das ist was? 11,5 Jahre. 11,5 Jahre nach seinem Prophetentum. Das heißt, wir haben gesagt, dieses Senatul Husn ist das 10. Jahr. Dort ist das alles, die ganzen Sterbefälle passiert. Er ist nach Taif gegangen, ist zurückgekommen. Und jetzt, in einer Zeit, so wie Ibn Kathir rahimahu ta'ala sagt, im Monat Rejab, am 27. der Nacht vom Monat Rejab. Es gibt Ikhtilaf, man findet auch andere Meinungen, aber Wallahu A'lam, das ist das Bevorzugte, dass dann in der 27. Nacht von Rejab der Prophet sallallahu alaihi wasallam 18 Monate, 1,5 Jahre vor der Auswanderung nun eine Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala für all seine Sorgen bekommt. Und auch eine Erklärung. Das ist nicht nur eine Antwort für sein Mitgebet, sondern auch eine Erklärung, warum er Sorgen hat. Auch eine Erklärung wird das sein, das werden wir verstehen, wenn wir es lesen, inshallah ta'ala, warum er
all diese Sorgen hat. Von den Tagen ein Montag. Welcher Tag war der Montag? Der Tag der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Welcher Tag war der Montag? Der Tag, wo er die erste Offenbarung bekommen hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Welcher Tag war der Montag? Der Tag, an dem er auswandern wird nach Medina sallallahu alaihi wasallam. Welcher Tag war der Montag? Der Tag, an dem er gestorben ist, ila Rafiq al-A'la, zu seinem geliebten Freund gegangen ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Montag immer gefastet. Das heißt, der Montag hat schon Tiefes in sich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag gefastet immer. An so einem Montag, wir sind im Monat Rajab, in der 27. Am 27. vom Monat Rajab. Und nun geschieht ein Ereignis namens Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im ersten Vers von Surat al-Isra, danach wurde es auch genannt, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Dass Allah frei von Mangel, von Mängel ist, der seinen Diener nachts auf eine Reise wohin geführt hat, von Masjid al-Haram, von der heiligen Moschee, von der Kaaba, ila al-Masjid al-Aqsa, zu der fernen Moschee, yani Masjid al-Aqsa, heute Palästina, nicht was anderes, in Palästina, dort in Jerusalem, ist eine Moschee, alladhi barakna hawlahu, wo Allah den Umfeld dieser Moschee gesegnet hat. Warum hat Allah ihn dorthin geführt? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, damit wir ihm unsere Wunder, unsere Zeichen zeigen. Was das sein wird, werden wir gleich sagen. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, wahrlich dieser Allah, der ihn dorthin geführt hat, ist der Allsehende und der Allhörende. Der Allhörende und der Allsehende. Das sagte Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu uns, und berichtet uns von dieser Nacht, was wir Al-Isra, die Nachtreise nennen. Die Nachtreise nennen. Was ist an diesem Tag passiert? Als allererstes, nun soll in dieser Nachtreise der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas bekommen, was außerhalb von Vorstellung liegt, was außerhalb von Zeit liegt, was außerhalb von Raum liegt. Ein Wunder von den Wundern Allah soll geschehen. Und das kann kein Mensch einfach so tragen. Wenn jetzt morgen dir ein Engel kommt und irgendwie sich offenbart, musst du viel Dua machen, dass du nicht deine Gedanken verlierst. Weil das ist ein anormaler Zustand, den der menschliche Körper so nicht kennt. Das heißt, der Mensch braucht eine gewisse Vorbereitung dafür. Und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sollte auch vorbereitet werden. Aber wie etwas anders wie die anderen Propheten. Wenn wir ein Beispiel geben von Musa alaihi salam. Was war bei Musa alaihi salam? Allah sagt: "Wa wa'adna Musa 30 layla." Wir haben mit Musa alaihi salam ein Versprechen genommen von 30 Nächten. Von 30 Nächten. "Wa atmamnaha bi'ashri." Und danach haben wir nochmal 10 draufgelegt. Das heißt, aus diesen 30 Nächten machten wir 40 Nächte. Warum? Warum hat Allah dann aus den 30 40 gemacht? Das ist interessant zu wissen. So heißt es in der Erklärung bei Imam Qurtubi rahimahu ta'ala, inna Allah, er sagt, es wurde gesagt, inna Allah ta'ala auha ilayhi lamma istaka. Als Musa a.s. 30 Tage lang gefastet. 30 Tage lang gefastet und den ganzen Tag mit gottesdienstlichen Handlungen verbracht und auch die Nächte. Tagsüber immer gefastet. Und nach 30 Tagen hat Musa a.s. seine Zähne geputzt. Hat Musa a.s. nach 30 Nächten seine Zähne geputzt. Als er das gemacht hat, hat Allah ihm Offenbarung gegeben und gesagt, ja Musa, o Musa, La ukallimuka hatta ya'uda fuka ila ma kana alayhi qabl. Rede nicht mit mir, bis du nicht zu dem Zustand zurückkehrst davor, bevor du deine Zähne geputzt hattest.
Warum? أما علمت أن رائحة الصائم أحب إلي من ريح المسك. Weißt du denn nicht, dass mir der Duft eines fastenden Mundes, der Mundgeruch vom Fastenden lieber ist als der Geruch von Misk, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وأمره بالصيام عشرة أيام. Und so befahl Allah, faste nochmal 10 Tage und komme mit dem Duft des Fastens. Putz deine Zähne nicht. Allahu Akbar. Warum? Der Duft des Fastens, was sagt er aus? Du stehst neben jemanden, der gesagt hat, das Trinken könnte ich trinken. Das Essen könnte ich essen. Es ist an sich die Materie, Wasser ist nicht haram. Brot ist nicht haram. Das Fleisch, das halal geschlachtet, ist nicht haram. Aber ich verzichte darauf, weil ich zeigen möchte, ich bin ergeben gegenüber Allah. Und das gibt einen Geruch. Du stehst neben ihm und riechst diesen Geruch. Dieser Geruch der Gottesgehorsamkeit. Für den einen Mundgeruch, der übel ist. Aber Allah bewertet nicht nach dem Äußerlichen. Allah bewertet nach dem Innerlichen. Dieser Mundgeruch gibt was? Geruch von Ta'atillah, von Gehorsamkeit gegenüber Allah. Und deswegen sagt Allah, komm mir mit diesem Geruch. Nicht mit dem Weltlichen. Komm mir mit diesem Geruch, der mich begehrt. So sagte Allah zu ihm dann, dass er nochmal weitere 10 Tage fasten soll. Dass er nochmal 10 Tage fasten soll. Und so vervollständigte er auf 40, فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ. Und so wurde das Versprechen mit Allah gemacht, 40 ليلة, mit 40 Nächten. Nachdem er 40 Nächte gefastet hat, geht er zu Allah subhanahu wa ta'ala, und das war dann der Tag, wo er mit Allah sprechen durfte. Wortwörtlich mit Allah sprechen durfte. Welcher Tag war es, an dem Musa a.s. mit Allah gesprochen hat? Welcher? Nein. وَكَانَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَدَاتَ النَّحْرِ حِينَ قَدَى إِسْمَعِيلَ مِنَ الذَّبْحِ. An dem Tag, wo Ismail a.s. geschlachtet werden sollte. Yani an welchem Tag? Der Tag, wo wir sagen Opferfest. An dem Tag, wo wir unsere Tiere opfern, beziehungsweise وَأَكْمَلَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجِ. An dem Tag, wo unser edler Bruder, inshallah ta'ala, seine Hajj vervollständigen wird mit dem Schlachten. An diesem Tag hat Musa a.s. mit Allah gesprochen. Gesprochen. Er hat sich aber 40 Nächte dafür vorbereitet. Hat 40 Nächte sich vorbereitet, hat gesagt, ja Allah, ich will dich sehen. Allah hat gesagt, schau auf diesen Berg. Ich werde mich diesem Berg zeigen. Und der Berg, als nachdem Allah sein Nur gezeigt hat, ist der Berg zerschmettert. Als Musa das gesehen hat, ist er in Ohnmacht gefallen. Das heißt, selbst mit 40 Tagen hat er nur mit Gebet verbracht, hat er nur mit Fasten verbracht, aber trotzdem konnte er dieses Bild, Allah Alam, das ist mit Worten beschrieben, dieses Bild, dass ein Berg sich zerschmettert, dass er mit Allah spricht, am Ende konnte er nicht stehen, ist in Ohnmacht gefallen. Ist er in Ohnmacht gefallen. Deswegen braucht so etwas eine Vorbereitung. Braucht so etwas eine Vorbereitung. Und beim Propheten sallallahu alaihi wasallam ist Allah hingegangen und hat Jibril alaihi salam geschickt. Und der Vorfall, als er ein Kind war, ist wieder eingetreten. Shaqqus sadr. Jibril alaihi salam ist diesmal gekommen. Als er das letzte Mal gekommen ist, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Kind. Diesmal ist er ein erwachsener Mann, ein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er ist gekommen, hat seine Brust geöffnet. Etwas, was außerhalb unserer Vorstellung ist. Seine Brust geöffnet, sein Herz geholt. Mit Semsem gewaschen, gefüllt mit Weisheit, gefüllt mit Iman. Damit er diese Reise angehen kann. Danach, Jibril alayhi salam stand dort. Jibril alayhi salam stand dort und nahm ein Reittier namens Burak mit. Burak war etwas, was zwischen einem Pferd und einem Esel ist, von der Größe her. Zwischen einem
Merkeb, yani zwischen einem Esel und einem Pferd von der Größe her. An seinen Beinen hat er zwei Flügel gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt etwas, was wieder außerhalb unserer Vorstellung ist. Er sagte, dieses Tier machte einen Schritt, so weit wie mein Auge reicht. Machte einen Schritt, so weit wie mein Auge reicht. Er sagt, ich saß auf ihn, bin mit Jibril alaihi salam gemeinsam. Er sagt, weder war Jibril schneller als ich, noch war ich schneller als er. Gemeinsam sind wir gegangen und er hat mich von Masjid al-Haram zu Masjid al-Aqsa nach Jerusalem gebracht. Alles geschieht in dieser einen Nacht. Er geht dorthin, er sagt, ich bin dort angekommen, in Quds, in Masjid al-Aqsa, war dort und dort stand wer? Ibrahim a.s. Dort stand wer? Musa a.s. Dort stand wer? Isa a.s. Wer stand dort? Yahya a.s. Wer stand da? Nuh a.s. Wer stand da? Yusuf a.s. Alle standen dort. Alle Propheten. Aber ein Platz war frei. Der Platz für den Imam. Alle standen, gerade eben standen wir im Gebet. Alle standen dort, nur der Platz vom Imam war frei. Und man hat auf ihn gewartet. Er kam in Masjid al-Aqsa, wurde er als Imam angezeigt, bete. Und alle Imame beten hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Imam aller Propheten. Er ist Sayyidul Mursalin, der Größte der Gesandten. Er ist Habibullah, der Geliebte Allahs. Er ist der, die Prophezeiung aller Propheten. Heute ist er da und alle Imame beten hinter ihm. Ein Trost für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Trost für ihn. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Bittgebet? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubari. Wenn das alles, was mir eintrifft in meinem Leben, nicht ist, weil du zornig auf mich bist, fala ubari, so ist es nicht für mich schlimm. Ich habe so viele Prüfungen. So viele Menschen in meinem Leben sterben, so viele, die ich liebe, verliere ich. Wenn das nicht ist, weil du zornig auf mich bist, fala ubali. So ist es nicht schlimm, ja Allah. Und damit zeigt Allah jetzt was? Nein. Es geschieht nicht, weil ich zornig auf dich bin. Nein, wegen der Tatsache, ashaddun nasi bala'an al-anbiya. Die größten Prüfungen sind die Propheten ausgesetzt. Schau, da ist Yusuf alaihi salam. Was ist mit ihm passiert, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er wurde von seinen eigenen Brüdern in einen Brunnen geschmissen. Verlassen. Einsam, ein Kind einsam im Brunnen, wurde als Sklave für einen geringen Preis verkauft. Kam ins Gefängnis unschuldig. Schau Musa alaihi salam, wie oft wurde er verraten von seinem Volk. Schau Ibrahim a.s., wie viele Leute sind ihm nachgegangen. Schau Nuh a.s., was war mit seinen Frauen, was war mit seinen Kindern. All diese Menschen wurden hart geprüft. Du bist der Imam aller dieser Menschen. Glaubst du, dass du nicht härter geprüft wirst? Ja, nee, nicht, weil ich zornig auf dich bin, sondern weil du der Beste der Menschen bist und der Einzige bist, der das alles tragen kann. Deswegen nannten wir dich im Koran was? لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Das beste Beispiel. Um das beste Beispiel zu sein, musst du am meisten ertragen können. Deswegen ist all das. Das sollte ein Trost für den Propheten sallallahu alaihi wasallam sein, dass er sieht, nicht weil Allah zornig auf ihn ist, prüft er ihn, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt, prüft er seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Danach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diesen Vorfall, dass er vom Masjid al-Haram zum Masjid al-Aqsa gegangen ist, dort auf dem Reittier Burak geritten ist sozusagen, auf ihm dorthin gegangen ist mit Jibril alaihi salam zusammen, nennt man Al-Isra, die Nachtreise. Im gleichen Moment, nachdem er das Gebet gebetet hat, ist er mit wem ist er mit Jibril a.s. nun in die Himmel gestiegen. Bis Jibril a.s. durfte mit bis Sidratul Muntaha. Dieser Vorfall wird auch im Koran beschrieben, in Surah Najm.
Bis dorthin durfte Jibril a.s. mit und dann ist er sogar noch viel höher. An Positionen, wo keine Engel sind, bis zu Allah subhanahu wa ta'ala ist er gestiegen. Das nennt man was? Mi'raj. Das Steigen in die Himmel. Mi'raj. Die sozusagen, bei den Christen würde man sowas wie Himmelsreise sagen. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Himmel hoch empor gestiegen ist, wie gesagt. Außerhalb unserer Vorstellung mit einem Wunder von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das alles mit seinem Körper und mit seiner Seele zusammen. Nicht nur seine, nicht ein Traum. Tatsächlich ist das genau so eingetreten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam steigt mit Jibril alaihi salam in die Himmel hoch von Masjid al-Aqsa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt das mit Worten, die wir versuchen, inshallah ta'ala, zu verstehen. Er sagt, wir stiegen mit Jibril alaihi salam hoch und kamen in die erste Stufe. Er sagt, wir kamen in die erste Stufe im Himmel. Dort waren Engel und sie fragten, ja Jibril. Sie sagten, ja Jibril, wer ist mit dir? Und er sagte, das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, der Größte der Gesandten. Danach sagten die Engel, welche frohe Botschaft für uns. Und öffneten die Tore dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der erste Engel, dem ich begegnet bin, hieß Ismail. Und er hatte 10.000 Engel in seiner Gehorsamkeit, die den ersten Himmel geschützt haben. Und rezitiert dort den Vers, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Keiner kann die Armee seines Herrn, yani unseres Herrn, deines Herrn, wissen, wie viele in seiner Armee steckt, außer er selber. So viele. Die Engel stehen im Befehl von Allah. Wie viele? So viele, wie du dir nicht denken kannst. Yani, denk niemals, du bist alleine. Wenn du mit Allah bist, du hast eine Anzahl hinter dir, die unermesslich ist. Die Vögel, die Tiere, die Natur, obliegt alles was? Dem Willen Allahs. Er kann alles in den Einsatz von dir geben. Nur er weiß, welche Macht hinter der Armee von Allah subhanahu wa ta'ala steckt. Dann sagt er so, sagt er, als die Tore aufgegangen sind, haben von überall die Engel mich mit einem Lächeln entgegengenommen. Ich kam weiter und sah in der ersten Stufe, welchen Propheten sah der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der allerersten Stufe? Den ersten Menschen. Adam alaihi salam, dein Name. Danach in der zweiten Stufe Yahya alaihi salam. Danach sagt er, und Isa alaihi salam. In der zweiten Stufe Yahya alaihi salam und Isa alaihi salam zusammen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie waren Söhne ihrer Tanten. Sie waren Söhne ihrer Tanten. Yani die Tante von Yahya alaihi salam ist die Mutter von Isa alaihi salam. Danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sah ich in der dritten Stufe ein Mann, sein Gesicht hat gestrahlt mit Schönheit. Wer? Yusuf alaihi salam. Danach, er sagt, ich stieg weiter, in der vierten Stufe sah ich Idris alaihi salam. Danach in der fünften Stufe mit seiner Schönheit Harun alaihi salam. Danach in der sechsten Stufe Musa alaihi salam. Und jeder von ihnen grüßte den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach in der siebten Stufe sah ich Ibrahim alaihi salam, den Vater der Propheten. Und er sagte zu mir, ja Rasulallah, o Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, grüße deine Umma von mir. Allahu Akbar. Grüße deine Umma von mir. Sage ihnen, die Erde des Paradieses ist wunderschön. Und sage ihnen, das Trinken des Paradieses ist wunderschön, geschmackvoll. Und sage ihnen, die Erde im Paradies, das Grundstück, ist weit für jeden und flach, eben. Und sage ihnen, sie sollen auf der Erde des Paradieses Bäume pflanzen.
indem sie sagen, Subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar. Jedes Mal, wenn sie das sagen, pflanzen sie einen Baum im Paradies. Wenn sie das sagen und leben, Subhanallahi, Allah frei von jedem Mangel, sprechen. Walhamdulillahi, sich mit Dank und Lob gegenüber Allah widmen. Wa la ilaha illallah. Und niemanden als Gott akzeptieren außer Allah und sagen, Wallahu Akbar, Allah ist der Größte. Nicht mein Wille, nicht sein Wille, das soll geschehen, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Die das sagen, so gibt er der Umma uns, gibt er diese Nachricht, dass wir diese Dhikr immer machen sollen. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu. Wallahu Akbar. Versucht das euch in eure Zungen immer zu gewöhnen, dass ihr inshallah ta'ala diesen Wirt, diesen Zikr immer und immer wieder inshallah ta'ala wiederholt. Danach der Prophet sallallahu alaihi wasallam reist mit Jibril alaihissalam durch diese Stufen. Die Engel lächeln, nehmen den Propheten sallallahu alaihi wasallam herzlich auf, lächeln. Plötzlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht Menschen, er sagt, sie waren sehr schön und sie haben was in die Erde gelegt, eingesät sozusagen, aber viel mehr zurückbekommen. Sie haben was reingelegt und viel mehr zurückbekommen. Dann habe ich gesagt, ja Jibril, welche Menschen sind das? Er sagte, das sind die Mujahidun. Das sind diejenigen, die gestorben sind, weil sie im Einsatz von Allah waren. Vielleicht ein Mujahid, jemand, er hat gesehen, irgendwo ist eine Unterdrückung, er ist für Allah hingegangen, hat sich eingesetzt, ist gestorben. Ein Mujahid, ein Krieg ist passiert, er ist hingegangen für Allah, hat dieses Land unterstützt, hat die Muslime unterstützt, ist gestorben. All diese Menschen, sie haben vielleicht in unseren Augen eine geringe Leistung gebracht. Vielleicht konnte er nur einen Teil helfen, aber sie werden viel mehr zurückbekommen. Viel mehr zurückbekommen, als dass sie gegeben haben. Allah wird ihnen viel mehr geben, als sie gegeben haben. Er sieht sie. Plötzlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht weiter mit Jibril alaihi salam in den Gärten des Paradieses. Plötzlich kommt ein Duft in seine Nase. Und er sagt, ja Jibril, welch schöner Duft ist das? Von welchem Garten kommt dieser Duft? Von welchem Bach kommt dieser Duft? Und Jibril a.s. sagt, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das kommt weder von einem Bach noch von einem Garten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, von wo dann? Er sagt, von der Friseusin des Pharaon, des Pharaos. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie? Er sagt, das ist der verbrannte Geruch dieser Frau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie kann Verbrennung so schön riechen? Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Duft wahrgenommen. Dann sagt Jibril, ich erzähle es dir. Pharaon hatte Kinder, eine Tochter. Und diese Frau war die Friseusin. Sie hat eines Tages die Haare von dieser Tochter von Pharaon, von Pharao, wir reden hier von 1000 Jahren in der Vergangenheit, gekämmt. Als sie es gekämmt hat, ist der Kamm hingefallen. Und sie sagte beim Aufheben vom Kamm, Bismillah. Bismillah bedeutet was? Mit dem Namen Allahs hebe ich das auf. Und sie sagt, die Tochter vom Pharao, mit welchem Namen hast du das aufgehoben? Mit dem Namen von meinem Vater? Dann sagt sie, nein. Mit dem Namen dessen, der von dir, mir und von deinem Vater der Herr ist, Allah. Dann sagt sie, lass meine Haare, berühre mich nicht. Geh zu ihrem Vater, erzählt das. Der Pharao kommt, sagt, höre ich richtig? Du siehst jemand anders als Gott außer mich. Auf der Erde, wo ich bin, auf dem Boden, wo ich bin, stehst du und erkennst einen anderen Gott außer mich. Sie sagt, ja, den Gott, der dich und mich erschaffen hat. Dann sagt er, okay, bringt sowas in der Art wie ein Topf, aber so weit. Vielleicht kennt ihr früher die Menschen, wenn sie gegrillt haben, so ein Topf, das so schwarz ist und weit ist. So etwas. Bringt das, wie? Kessel. Bringt einen Kessel. Großen Kessel. Zündet ein großes Feuer. Und lasst Öl braten. Diese Frau soll brennen, sterben. Sie hatte 3 Kinder.
drei Kinder, holt ihre Kinder auch. Allesamt sollen verbrennen. Dann zünden sie ein großes Feuer, einen großen Kessel mit Öl. Öl bröckelt vor ihren Augen, dampft. Sie sieht das, Pharao sagt nochmal, du hast nochmal die Chance. Stell dir das bildlich vor, wie wenn du das wärst. Drei Kinder. Ein Kind ist noch stillend. Baby kann noch nicht sprechen. Du stehst dort mit deinen drei Kindern. Das Feuer brennt, Öl kocht und er sagt, sage nochmal, du kriegst noch einmal die Möglichkeit. Lehne Allah ab und akzeptiere mich als deinen Herrn und lebe weiter. Sie sagt nein. Er nimmt das erste Kind und sie sagt dann stopp. Für das, dass ich jahrelang bei dir in deinem Schloss, in deinem Dienste war, tu mir einen Gefallen. Du wirst uns jetzt einzeln hier verbrennen. Nimm all unsere Knochen und beerdige uns zusammen. Du versuchst uns zwar zu trennen, aber Allah wird uns vereinen. Ich habe nur diese Bitte. Nimm alle unsere Knochen, lege es in ein Leichentuch und beerdige uns gemeinsam. Er sagt, okay, dafür, dass du so viele Jahre bei mir im Dienste warst, werde ich das machen. Danach nimmt er das erste Kind vor deinen Augen und schmeißt es in kochendes Öl. Sie sieht, wie ihr Kind schreit und brennend stirbt im Öl. Ihr wisst, Öl ist nicht wie normales Feuer. Allein wenn du Essen in Öl legst, du siehst, wie das passiert. Langsam verbrennt deine Haut, geht immer tiefer. Danach nimmt er das zweite Kind. Sagt er, bist du immer noch in der gleichen Meinung? Sagt ja. Nimmt das zweite Kind vor ihren Augen und verbrennt das auch im Öl. Danach hat sie nur noch das stillende Kind. Und danach in diesem Moment wird ihr Herz schwach. Weil sie denkt, das Kind kann noch nicht mal reden. Stillend, neugeboren. In deiner Hand, dein Kind. Sie wird schwach. Und dieses Kind ist eines der Kinder geworden, die Allah sprechen gelassen hat. Das Kind hat seine Mutter angeschaut, hat gelächelt, hat gesagt, Mama, schau nicht auf das Brennen vom Feuer und spring. In diesem Moment ist jegliche Einflüsterung vom Shaitan verschwunden. Mit diesem Wunderkind zusammen wurde sie auch in das Feuer geschmissen und wurde dann erkannt am Geruch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Kein Bach hat gerochen wie sie, kein Garten hat gerochen wie sie, kein Engel hat gerochen wie sie, kein Prophet hat gerochen wie sie. Das ist sehr, sehr wichtig. Was haben wir vorhin gelesen? Asra bi abdihi. Allah betitelt den Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Nachtreise. Mit welchem Titel? Er sagt nicht Nabiyihi, nicht seinen Propheten. Und auch nicht bei seinem Namen. Er sagt bi abdihi. Sein Diener. Sein Diener. Wenn du Allah dienst, du erreichst Stufen unermesslich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nimmt ihren Geruch wahr an diesem Punkt. Jetzt ist die Frage, wie du in solchen Situationen umgehen würdest. Wie du in solchen Situationen umgehen würdest. Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, im letzten Vers von Surat al-Hajj, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. So kämpft auf dem Wege Allahs, wie es sich gebührt. Richtig, stark. Die Gelehrten sagen hier, هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى إِمْتِثَالِ جَمِيعِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Hiermit alles, dass du kämpfst für alles, was Allah befohlen hat. Kämpfst. وَالْإِنْتِهَاءِ عَنْ كُلِّ مَا نَحَى اللَّهُ عَنْهُ. Und dass du gegen alles kämpfst, was Allah verboten hat. Das heißt, Allah hat gewisse Linien in deinem Leben gezogen. Ob es Zina ist, ob es was anderes ist, egal was, dass du dagegen kämpfst, dass du nicht da reinfällst. Und dass du dafür kämpfst, alles auszuüben, was Allah gesagt hat. جَاهِدُوا أَنْفُسَكُمْ ist damit gemeint, sagt er. Kämpf mit deiner Seele. فِي طَاعَةِ اللَّهِ in der Gehorsamkeit gegenüber Allah. وَرَدِّهَا عَنِ الْهَوَى und kämpfe gegen deine Gelüste.
وَجَاهِدُ الشَّيْطَانُ und kämpf gegen den Shaitan فِي رَدِّ وَسْوَسَتِهِ gegen seine Einflüsterungen. وَالظَّلَمَةَ فِي رَدِّ ظُلْمِهِمْ und gegen die Ungerechten in ihrer Ungerechtigkeit. وَالْكَافِرِينَ فِي رَدِّ كُفْرِهِمْ und gegenüber den Leuten, die Allah leugnen, in ihrer Leugnung. Du sollst kämpfen, bis du nicht mehr kannst. Kämpfen gegen deine Gelüste, kämpfen für den Islam, kämpfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa ajtabakum wa ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Denn Allah hat in der Religion euch nichts Schweres gegeben, nichts Enges gegeben. Ihr habt sowas von Allah nicht bekommen. Das heißt, die Religion des Islams ist praktizierbar, ganz normal. Leicht gemacht für den Menschen. Für welchen Menschen, der wirklich gegen seine Hawa, gegen seine Gelüste kämpft. Millete Abikum Ibrahim. Ihr seid die Gemeinschaft von eurem Vater Ibrahim a.s. Huwa sammakum al-Muslimin. Er hat euch, Allah hat euch Muslime genannt. Min qablu wa fi hadha. Vor euch die Muslime, vor euch die frommen Menschen Muslime genannt, die sich ergeben haben. Und nach euch, also auch euch Muslime genannt. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ damit die Gesandten Zeuge über euch sind, auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Zeuge über uns ist. وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ und ihr Zeuge über die Menschen seid. فَأَقِيمُ الصَّلَاةِ so verrichtet das Gebet. وَآتُ الزَّكَاةِ und gibt eure Almosen. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ und haltet fest an Allah. هُوَ مَوْلَاكُمْ er ist euer Freund, euer Helfer, euer Unterstützer. فَنِعْمَ الْمَوْلَى und welch guter Unterstützer er ist. وَنِعْمَ النَّصِيرُ und welch guter Helfer er ist. Aber wann? Der letzte Satz, die letzten Worte gehen zurück wohin? وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ wenn ihr wirklich kämpft, dann keine Sorge, Allah wird helfen. Keine Sorge, Allah wird dir beistehen, wenn du wirklich kämpfst. Kämpfe mit deiner Seele, mit deinen Gelüsten, dass du in der Gehorsamkeit für Allah subhanahu wa ta'ala stehst und nicht sündigst gegenüber Allah. Und das hat diese Frau gemacht. Sie wurde weltlich verbrannt, aber im Jenseits blüht ihr Duft. Das, was auf der Erde, deswegen habe ich vorhin gesagt, der Mundgeruch, das ist weltlich, was wir wahrnehmen. Bei Allah ist es was anderes. Bei Allah, das, was bei Allah zählt, ist was anderes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht diese Schönheiten, aber nebenbei sieht er plötzlich einen Engel, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam grüßt, aber nicht lacht. Danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Jibril alaihi wasallam, Ja Jibril, du siehst alle Engel lächeln zu mir, bis auf diese eine. Dann sagt Jibril a.s., er hat weder vor dir noch nach dir wird dir jemanden anlächeln. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wieso? Er sagt, das ist der Wächter des Höllenfeuers Malik. Er ist der Wächter vom Höllenfeuer. Er hat weder vor dir gelächelt, noch wird er nach dir lächeln. Das ist der Wächter Malik. Danach sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lässt er mich auch das Höllenfeuer sehen? Dann sagt er, ja. Plötzlich wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Feuer gezeigt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das Feuer ist so gestiegen, dass ich Angst hatte, dass das Feuer mich einnimmt. Dann habe ich aus Angst gesagt, ich möchte es nicht mehr sehen. Jibril alaihi wasallam hat zu Malik gesagt, verdecke seine Augen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte dieses Feuer nicht mehr sehen. Aber dann sah er Negativbeispiele, nicht mehr positive Beispiele. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht Menschen, sie haben Nägel aus Metall und kratzen sich im Gesicht und in der Brust, kratzen und schaden sich selber. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja Jibril, warum machen sie das? Jibril alaihi wasallam sagt, das sind Menschen, die das Fleisch der anderen Menschen gegessen haben. Yani, üble Nachrede. In ihrer Abwesenheit über sie gesprochen haben, wie man sie nicht erwähnen möchte. Oder Verleumdungen gemacht haben, Ifk, dass sie Lügen über sie erzählt haben.
Heute sind sie und kratzen sich in ihren Gesichtern, in ihren Brüsten und bluten aus ihren Gesichtern, aus ihren Brüsten und immer wieder heilt die Wunde und sie kratzen sich aufs Neue. Mit Kupfer als Fingernägel. Danach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht Menschen, die auf dem Boden sind, ihre Köpfe gestampft werden, zerdrückt werden, danach ihr Kopf wieder hergestellt wird und sie nochmal zertrampelt werden. Die ganze Zeit, ihre Köpfe werden zertrampelt, kommen wieder her. Zertrampelt, kommen wieder her. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ja Jibril, was ist mit diesen Menschen? Er sagte, das sind die Köpfe, die sich in der Welt nicht vor Allah gesenkt haben. Jeder Kopf wird sich eines Tages senken. Wichtig ist, dass dein Kopf sich jetzt schon senkt. Danach, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sieht Menschen, deren Auragebiete geflickt ist und sie laufen herum und speisen wie die Tiere auf dem Boden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt, ja Jibril, warum machen sie das? Er sagt, das sind die Menschen, die nicht die Zakat gezahlt haben. Danach sieht er Menschen, deren Zunge abgeschnitten wird, danach wiederhergestellt wird. Abgeschnitten wird, wiederhergestellt wird. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt, ja Jibril, wer sind diese Menschen? Das sind die Menschen, die Zwietracht spalten, die zu Fitna rufen. Danach sieht der Prophet sallallahu alaihi wasallam Menschen, sie haben Lippen wie die Kamele. Und ihnen wird in den Mund in steinartige Größe, also wie eine Handfläche voll ein Stein, mit Feuer in ihr Mund gelegt. Sie essen Feuer. In der Größe so ein Stein, feuriger Stein. Ein Feuerball wird in ihren Mund gelegt und das schlucken sie runter. Dann fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer sind diese Menschen? Das sind die Menschen, die das Geld der Weisen gegessen haben. Yani Zulmen, mit Unterdrückung weggenommen haben. Danach sieht der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewisse Menschen, vor ihnen liegt schönes Essen. Richtig schönes Essen. Der Prophet sagt, richtig schöne Speise. Aber sie dürfen nicht da reingreifen und danach liegt hier verstunkene, abgelaufene, eklige Speise. Das muffelt übel und sie essen nur von dem und von dem Schönen nicht. Danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Jibril, wer sind diese Menschen? Das sind die Menschen, sagt er, die Frauen, die Allah halal erklärt hat, yani mit Nikah, mit Ehebindung, verlassen haben und sich den Frauen gewidmet haben, die Allah verboten hatte, yani ohne Ehebindung. Subhanallah. Genau das Gleiche jetzt lebt er jetzt. Allah hat das Saubere rein erklärt, die eine Frau rein erklärt, die du nehmen kannst. Danach hat Allah gesagt, geh deinen Gelüsten auch mit ihr nach. Lebe mit ihr deine Intimität. Das ist für dich halal. Er hat sich von ihr verabschiedet, hat sich für das Verbotene, Verantwortungslose, ich will keine Familie, ich möchte mich nicht um eine Frau kümmern, hat die Frau für ihre Sexualität ausgenutzt. An diesem Tag wird er genau wie in der Dunya das Falsche, das Stinkende, das Üble bevorzugt hat, muss er nun das Üble bevorzugen und darf nur noch von dieser Speise essen. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Frauen gesehen, die von ihren Brüsten aufgehängt worden sind. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja Jibril, was ist mit ihnen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das sind Frauen, die ihren Männern Kinder nach Hause gebracht haben, die nicht von ihnen sind. Yani, sie ist ihrem Mann fremdgegangen, wurde von jemand anders geschwängert und hat so getan, wie wenn das Kind von ihrem Mann ist. Diese Frauen. Und in einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Frauen, die ihre Aura zur Schau stellen, ihnen gegenüber ist die Strafe Allahs sehr hart. Deswegen das und vieles andere hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in diesem Wunderzustand gesehen. Deswegen hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam nie laut lachen gehört.
Sein meistes Lachen war, dass man seine Zähne gesehen hat. Und deswegen sagte er auch, das ist auch der Grund, warum er viel geweint hat, weil er all das gesehen hat. Sagte er auch, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Wenn ihr das wüsstet, was ich weiß, so würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Weil er das alles gesehen hat, stand er nachts im Gebet und sagte, Ummati, Ummati, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Warum? Weil er das Ende dieser Menschen gesehen hat. Deshalb hat er bis in die Morgenstunden geweint. So an diesen Vorfällen, weil er es erlebt hat, wissen wir, warum er nicht so sehr lachen konnte. Danach der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis hat all das gesehen, hat die Propheten gesehen, ist bis Sidratul Muntaha. Das ist die Stufe, die in Surah Najm dann beschrieben wird, die letzte Stufe, wo die Engel hingehen können. Ab dann darf kein Engel weiter hinaus. Ab dann darf kein Engel weiter hinaus. Ab dann gab es dann ein Reizmittel namens Refref, was den Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt zu Allah gebracht hat. Direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala gebracht hat. Und dort hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam drei, sogar vier Geschenke bekommen, die er uns mitgebracht hat. Einmal, was? Das fünfmal tägliche Gebet. Bis dahin haben die Muslime zweimal am Tag gebetet. Bis dahin haben sie zweimal am Tag Pflicht gebetet. Morgens und abends. Ab Miraj hat Allah das fünfmal tägliche Gebet dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgegeben. Dort. Als was? Als ein Geschenk. Deswegen ist es verwunderlich, wenn ein Mensch das Gebet als Aufgabe sieht. Er muss es als Geschenk sehen. Weil, was sagen wir? As-Salah mi'rajul mu'min. Das Gebet ist das, die Himmelsreise eines Gläubigen. Dort begegnest du Allah. Yani, man muss manchmal leider unsere weltlichen Worte, vielleicht auch wegen unserem schlechten Iman, verstehen gar nicht, was wir sagen. Weil wir sagen, im Gebet bist du bei Allah. Yani, überleg mal, jemand würde zu dir sagen, Bruder, ich hab dir eine Möglichkeit. Du kannst Allah treffen. So musst du dir das vorstellen. Er sagt zu dir, Bruder, ich habe dir die Möglichkeit, wir erzählen jetzt das. Jemand sagt, hey, ich habe die Möglichkeit, ich bringe dich dazu, dass du Allah triffst. Den Schöpfer von allem. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, Allah Akbar, Ani. So, was soll ich machen? Lass mich was anziehen. Ich gehe schnell einen Gussel nehmen. Lass mich nochmal mich frieren. Überleg, was du machen würdest. Das ist das Gebet. Manchmal kriege ich komische Fragen. Die Leute sagen zu mir, wie kann ich mich zum Gebet motivieren? Jenny, weil man nicht weiß, was das Gebet ist. Ich inklusive. Wir wissen gar nicht, was das ist. Wie leider, dadurch, dass man etwas besitzt, merkt man gar nicht, wie wertvoll das ist. Du merkst gar nicht, wie wertvoll du hast es. Oder die Möglichkeit. Aber eigentlich haben wir gar nichts. Weil wir leben es gar nicht. Aber das ist deine Begegnung mit Allah. Und das hat Allah dir fünfmal am Tag als Geschenk mitgegeben. Wenn wir das begreifen würden, dann würden wir auch, so wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts gerne zu unserer Frau sagen, ist in Ordnung, dass ich heute Nacht im Gebet stehe? Ja? Und nicht bei Tarawih im Mord Ramadan diskutieren, hey, können wir vielleicht ein bisschen abkürzen? Nein. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiß, was das Gebet ist. Ein Imam Abu Hanifa, er weiß, was das Gebet ist. Deswegen steht er lang im Gebet. Diese Menschen wussten, was das Gebet ist. So ein Geschenk, das fünfmal tägliche Gebet als Pflicht, aber als Geschenk uns gegeben worden ist. Danach, was auch uns gegeben worden ist, ist was? Die letzten zwei Verse von Suratul Baqarah. Die letzten zwei Verse, was? Von Suratul Baqarah. Es wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Allah war und gesagt hat, At-tahiyyatu lillah. Der Gruß, alles was ich mache,
Der Gruß gegenüber ist nur an Allah. Was Salawat. Und alle meine Gebete, meine Gottesdienste und Handlungen, was ich mit meinem Körper mache, ist für Allah. Wat Tayyibat. Und die Schönheiten, alles, was ich mit Vermögen ausgebe, ist für Allah. Yani At-Tahiyat, alles, was von meiner Zunge kommt, für Allah. Grüße, Assalamu alaikum. Mit dem Gruß Allahs, mit dem Frieden Allahs, mit dem Willen Allahs. Mit meiner Zunge bin ich für Allah. Was-Salawat, mit meinen Gottesdiensten und Handlungen, mit meinen Lobpreisungen, mit allem, was ich mit meinem Körper mache, für Allah. Wat-Tayyibat, alles, was ich ausgebe, für Allah. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, sagte Allah, qala Allah ta'ala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fällt euch was auf? Das, was wir immer im Sitzen lesen, At-Tahiyatu. Genau dieser Dialog findet dort statt. فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنْ يَكُونَ لِأُمَّتِهِ حَظٌ فِي السَّلَامِ. Danach hat der Prophet صلى الله عليه وسلم an wen gedacht? An uns gedacht. Und hat gesagt, ich wünsche mir, dass meine Gemeinschaft einen Teil von diesem Gruß von Allah hat. Und sagte was? Verbindete uns und sagte, Assalamu alayna. Ja, der Frieden, der Gruß Allahs auf uns. Wa ala ibadillahi salihin. Und auf alle rechtschaffenen Diener von Allah. Und hat uns mit in den Gruß Allahs genommen. Allahu Akbar. Yani, er hat nicht nur zu Hause in seinen Gebeten an uns gedacht, sogar wo er Allah begegnet ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam an dich gedacht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und was macht er, der zu seiner Umma gehört? Er sündigt und vergisst seinen Propheten und vergisst seinen Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ جِبْرِيلُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ كُلُّهُمْ. Und Jibril alaihissalam, und so sehen das nicht, aber sie hören das. Sie sind weiter unten. Und sie sagen in diesem Moment, alle Leute des Himmels sagen, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Und bezeugen, ja, es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Diener und sein Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Das, was sie im Gebet sagen, das ist ein Teil von Mi'raj. Ist ein Teil von Mi'raj. Danach, als sie das gesagt haben, قال الله تعالى, sagte Allah, آمن الرسول. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte mich bestätigt, hat den Iman. على معنى الشكر, yani ist dankbar gegenüber mir, ey صدق الرسول, hat mich bestätigt. بما أنزل إليه من ربه, alles was von seinem Herrn, von mir gekommen ist, hat er bestätigt. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة. Aber der Prophet صلى الله عليه وسلم hat wieder an uns gedacht und wollte, dass wir von dieser Würde, von dieser Vollzüglichkeit einen Anteil bekommen. Und sagte, والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا لا نفرق بين أحد من رسله. Und sagte dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das sind die letzten zwei Verse, was wir jetzt runterrezitieren. Und die Gläubigen, sie alle, ja Allah, haben den Iman an dich, an Allah, an die Engel, an deine Bücher, an deine Gesandten und machen keinen Unterschied unter den Gesandten. Yani yaqulun amanna bi jami'i ar-rusul. Rusul, yani wir bestätigen alle Gesandten. Wala nakfuru bi ahadin minhum. Lehnen keinen Propheten ab. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ كَمَا فَرَّقَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Und machen es nicht wie die Juden und die Christen und sagen, den nehmen wir, den nicht. Sie nehmen alle deine Propheten, ja Allah. Und er bindet uns mit in die Verse ein. Und sagt, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Sagt, das sagt meine Umma. Sie hören und sie gehorchen und bitten dich um deine Vergebung und wissen, dass die Rückkehr zu dir ist. Danach sagt, wird weiter in den Versen erläutert, sagt Allah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah gibt keinem von uns etwas, was wir nicht tragen können. Etwas, was wir nicht tragen können, gibt es nicht. Nur der Mensch weiß nicht, wie er es zu tragen hat. Das ist der Unterschied. Es gibt keine Prüfung auf dieser Erde, die du nicht tragen kannst. Egal, was dir passiert. Manchmal treffen dich harte Schläge.
Aber Allah sieht dich fähig dazu, das tragen zu können. Aber die Frage ist, weißt du, wie es du zu tragen hast? Die Lösung ist wo? Wenn du dich Allah ergibst. فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Wenn du sagst, ja Allah, alles kullum min indillah, alles kommt von dir. In Gebet, in Dankbarkeit, in Vertrauen zu dir, in Geduld, warte ich auf deine Unterstützung, dass du mir Kraft gibst, das tragen zu können. Allah gibt keiner Seele etwas, was er nicht tragen kann. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ Jede Seele, was er macht, ist für sich. Jede Seele an Schlechtem und an Gutem ist für sich. Niemand nimmt die Sünde eines anderen auf. رَبَّنَا Danach sagt der Prophet, in diesem Moment sagt Jibril, bitte Allah, und er wird dir geben. Und der Prophet sagt in diesen Momenten, رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا O Allah, wenn wir vergessen oder einen Fehler machen, so nimm uns das nicht übel. Nimm uns das nicht übel. Trage uns das nicht als Sünde auf. Und Jibril a.s. sagt, Allah hat dein Bittgebet angenommen. Danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا O Allah, gebe uns nicht die Lasten, denen du den Menschen davor gegeben hast. Gebe uns das nicht auf. Ja, was ist damit gemeint? Die Gelehrten sagen, ja Allah, du kennst den Zustand deines Dieners. Manchmal wie diese Frau, wo es an ihr stillendes Kind geht, manchmal kann man schwach werden. Allah weiß, dass du in diesem Moment schwach werden kannst. Ja Allah, in diesem Moment, wo ich schwach bin, prüf mich nicht zu hart, dass ich verliere. Prüf mich nur in diesem Moment, wo ich diese Last tragen kann. Weil der Mensch schwankt. Manchmal ist er so, manchmal so. Ja Allah, gib mir keine Last in einem Moment, wo ich es nicht tragen kann. Danach, Allah hat ihm dieses Bittgebet auch angenommen. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ Genauso in der gleichen Bedeutung. Gebe mir nicht etwas, was ich nicht tragen kann, in den Zuständen, wo ich es nicht habe. Ja, die Menschen vor uns wurden hart geprüft. Prüf uns nicht zu hart. In den schwachen Momenten gib uns keine Last, was wir nicht tragen können. وَعْفُ عَنَّا Vergebe uns. وَغْفِرْ لَنَا Verdecke unsere Sünden, vergebe unsere Sünden. وَرْحَمْنَا Sei barmherzig zu uns. أَنْتَ مَوْلَانَا Du bist unser Freund, unser Unterstützer. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Helfe uns gegenüber den Leugnern deiner Verse. Das heißt, hier, auch diese Sachen, auch diese letzten zwei Verse von Surat al-Baqarah, wurden uns gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu diesen zwei Versen etwas, das genügen muss. Und zwar, man qara'a hatayn al-ayatayn min akhir Surat al-Baqarah, wer diese letzten zwei Verse aus Surat al-Baqarah liest, fi layla, in der Nacht, Kefetah, genügt ihm. Jetzt, dieses genügt ihm, manche Gelehrte haben gesagt, das genügt ihm als Qiyamul Layl, als Stehen in der Nacht. Manche haben gesagt, das genügt ihm im Schutz. Manche haben gesagt, das genügt ihm an guten Taten für diese Nacht. Genügt ihm und. Sie haben aufgezählt. Alles trifft zu. Der Prophet sagt, genügt. Egal, was du sagst, das genügt dir. Wenn du das in der Nacht gelesen hast. Normalerweise muss das reichen. Aber ich habe eine interessante Aussage hier, hat Imam Qurtubi mit aufgeführt, von Ali ibn Abi Talib. Das hat mich persönlich auch zum Nachdenken gebracht. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt, مَا أَذُنُّ أَحَدًا أَقَلَ وَأَدْرَكَ الْإِسْلَامَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَهُمَا Er sagte, ich zweifle daran, dass jemand den Islam verstanden hat oder weiß, wie der Islam funktioniert, irgendein Teil vom Islam, dass er es nicht verstanden hat, oder dass er aufnehmen konnte, was der Islam ist, wenn er schlafen geht, ohne diese zwei Verse zu lesen. Er sagt, wenn er schlafen geht, ohne die zwei Verse zu lesen, dann kann mir keiner erzählen, dass er den Islam verstanden hat. Gerne auswendig lernen, jede Nacht rezitieren. Mit was? Mit diesem Kontext.
was ich jetzt gerade eben erwähnt habe, inshallahu ta'ala. Auch das kam uns bei Miraj als ein Geschenk. Genauso was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Geschenk was gebracht? Dass Allah ihm versprochen hat, jeder, der mir nichts was beigesellt, so soll er hoffen auf meine Barmherzigkeit. Jeder, der La ilaha illallah bis zu seinem letzten Atemzug lebt und nicht Allah etwas beigesellt, so kann er auf meine Barmherzigkeit hoffen. Allah kann ihm vergeben. Allah kann ihm vergeben, wenn er möchte. Danach, nachdem das passiert ist, wie gesagt, Amal Rasul und At-Tahiyyat habe ich als zwei verschiedene. Wenn man das als zwei verschiedene Geschenke nimmt, dann sind es vier Geschenke. Ansonsten diese drei Geschenke hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgenommen aus Miraj, kam zurück, hat das den Menschen erzählt. Er erzählt das den Menschen, die Menschen hören das und sagen, Allah, die sagen nicht Allahu Akbar, aber sie sagen, dieser Mann ist verrückt geworden. Fangen an zu lachen und dann sagen sie, jetzt haben wir die Möglichkeit. Gehen wir zu Abu Bakr radiallahu anhu, er ist ein Mann mit Verstand. Er ist ein Mann mit Verstand, wenn wir dem jetzt erzählen. Scham, Syrien, Jerusalem, wir brauchen einen Monat, bis wir dorthin gehen. Ein Monat, bis wir dorthin gehen. Dieser Mann erzählt, dass er in einer Nacht dort war. Als kleinen Punkt vielleicht noch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Allah gesehen. Wie hat er Allah gesehen? Allahu alam. Manche Gelehrte haben gesagt, er hat ihn gesehen wie gesehen. Manche, wegen der Überlieferung bei Sahih Muslim, heißt es, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, hast du Allah gesehen? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe Nur gesehen, Licht gesehen. Sein Nur habe ich gesehen. Manche haben gesagt deswegen, das war ein Sehen mit dem Herzen. Okay? Das war ein Sehen mit dem Herzen. Deswegen kann man auf verschiedene Aussagen hier treffen. Allahu alam. Es genügt, dass du weißt, er hat Allah gesehen. Wie hat er es gesehen? Was für ein Sehen war das? Nur Allah weiß. Weil Allah sagt im Koran was? Nichts kann Allah umfassen. Die Blicke können Allah nicht umfassen. Deswegen, wie war dieses Sehen? Allahu alam. Ob es ein tatsächliches Sehen war, ein Sehen mit dem Herzen war, nur ein Licht gesehen worden ist, Allahu alam, dazu kann man vieles von den verschiedenen Gelehrten lesen. Und danach, er kommt zurück, erzählt das den Menschen, dass er mit seinem Körper, mit seinem Geist so in einer Nacht hin und zurück ist. Die Leute sagen, wir wollen einen Monat Reise dorthin. Du erzählst von einer Nacht, bist du verrückt. Dann gehen sie zu Abu Bakr radiallahu anhu hin und sagen, ja, Abu Bakr, hast du gehört, was dein Freund erzählt? Er sagt, nein, was erzählt er? Er sagt, dass er in einer Nacht nach Masjid al-Aqsa gegangen ist. Er sagt, wir brauchen einen Monat Reise dafür. Dann sagte Abu Bakr radiallahu an zu diesen Leuten, Wallahi la in kana qalahu laqad sadaq. Ich schwöre bei Allah, wenn er es gesagt hat, ich weiß nicht, ich habe noch nichts gehört, wenn er es gesagt hat, stimmt es. Wenn er es gesagt hat, stimmt es. فَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَلِكَ. Danach die Leute verwundern sich so. Und er sagt, warum wundert ihr euch? Er sagt, ich bestätige jeden Tag, dass in jedem Moment der Prophet sallallahu alaihi wasallam Botschaft von den Himmeln bekommt. Was ist, wenn er jetzt einmal selber hoch ist, statt dass die Botschaft zu ihm runter ist? Allahu Akbar. Ja, nee. Ich bestätige etwas, was noch viel ferner als das ist. Ich sage, jeden Tag kommt von den Himmeln zu ihm Botschaft über Jibril a.s. Ihr sagt, diesmal sehr hoch. Und? Subhanallah. Danach, Abu Bakr radiallahu anhu geht vor die Kaaba, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist dort. Und die Leute fragen, sagen, okay, erzähl doch mal. Weil was haben wir gesagt gehabt in der Sira ganz am Anfang? Da gab es einen Priester, der zu Abu Talib gesagt hat, was, Bahira? Er hat gesagt, bring ihn nicht nach Scham, weil dort wird man ihn töten. Wenn die Gelehrten dort ihn finden, die jüdischen Gelehrten, sie werden ihn töten. Deswegen war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie in Masjid al-Aqsa in seinem Leben. Dann haben die Leute gesagt, jetzt haben wir ihn. Er behauptet, er war dort. Viele von ihnen sind Händler, sie waren dort. Sie sagen, komm Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erzähl mal, wie sieht es dort aus? Dann sagt er, und Abu Bakr radiallahu anhu hört zu. Dann sagt er, so und so sieht das dort so aus. Die Leute wundern sich. Und Abu Bakr radiallahu anhu sagt, sadaqte, er hat die Wahrheit gesagt.
Und die anderen Leute sagen, na, wie sah es dort und dort aus? Der Prophet beschreibt, dort und dort sah es so aus. Die Leute verwundert, Abu Bakr sagt, Sadaqta, du hast die Wahrheit gesprochen. Und so, sie fragen jede Ecke von Jerusalem und der Prophet beschreibt alles, Stück für Stück, einzeln in jedem Detail. Und jedes Mal sagt Abu Bakr radiallahu an, immer, du hast die Wahrheit gesprochen, ich bezeuge, du bist der Gesandte Allahs. Ganz am Ende, die Leute sagen, nein, 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 der ist verrückt. Obwohl, sie haben alles gehört, sie wissen, er sagt die Wahrheit. Dann gehen sie alle, dann kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr und sagt, wa anta ya Abu Bakr as-Siddiq. Und du bist Abu Bakr as-Siddiq, der immer wieder mich bestätigende, der Aufrichtige. Allahu Akbar. Ja. Obwohl, in seiner Abwesenheit hat er schon gesagt, er sagt die Wahrheit. Aber nochmal, dort sieht auch Abu Bakr radiallahu an, er sagt die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit, er sagt die Wahrheit. Weil auch Abu Bakr radiallahu an Masjid al-Aqsa gesehen hatte. Deswegen, dieser Vorfall lehrt viel. Wir können darüber so viele Lehren ziehen. Aber wie gesagt, was wir wissen müssen ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier als ein Trost von Allah mit seinem Körper und mit seiner Seele so nach Jerusalem gegangen ist, vor allen Imamen gebetet hat, in den Himmel hoch ist, über die höchsten Stufen ist, Allah gesehen hat, Geschenke bekommen hat, vieles aus Reib, aus verborgenem Wissen mitgeteilt bekommen hat und gesehen hat und so mit diesem Trost zurückgekommen ist und uns viele Weisheiten damit gebracht hat, dass wir vieles aus diesen Sachen lernen, vor allem was, dass auch Masjid al-Aqsa wichtig ist. Dass auch Masjid al-Aqsa für uns ein sehr, sehr, sehr wichtiger Ort ist, dass die Prüfungen nicht Schlimmes sind. Dass die Prüfungen nicht Schlimmes sind, dass der Geruch der weltlichen Dinge nicht dem Geruch des Jenseits ähnelt. Dass das, was du Allah gibst, um ein Vielfaches im Jenseits zurückbekommt. Um ein Vielfaches. Deswegen sage ich euch immer wieder, wenn ihr die Möglichkeit habt, etwas Gutes zu machen und jemand wird Grund dafür, du hilfst ihm, dann erwarte kein Danke von ihm, sondern danke du ihm. Weil er ermöglicht dir, was mitzunehmen, mit wenig viel zurückzubekommen. Deswegen, das zeigt uns sehr, sehr viel, dass nun der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der Imam und der Prophet beider Gebetsrichtungen ist. Masjid al-Aqsa war eine Gebetsrichtung der Juden und Christen, Masjid al-Haram von den Muslimen. Und dieser Imam, der ist gekommen, Sayyidul Mursalin, nun muss die ganze Welt nur noch nach seinem, nach dem, was ihm offenbart worden ist, handeln. Alles andere nimmt Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr an. Deswegen möge Allah azza wa jalla uns daraus lernen lassen und uns dementsprechend leben lassen. Bi'idhnillahi ta'ala, wenn wir dem gehorsam sind gegenüber der Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, egal wie hart die Prüfungen sind, Allah wird diese Früchte, die er seinem Diener gegeben hat in dieser Reise, wird er uns auch geben. Er wird uns diese Früchte geben. Warum? Vergiss das niemals. In diesem Wunder sagt Allah was? Subhanalladhi asra bi'abdihi. Allah erwähnt in diesem Wunder den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit welcher Stellung? Als sein Diener. Nicht bi-nabiyihi, nicht seinen Propheten. Nicht bi-rasulihi, nicht seinen Gesandten. Er nennt ihn nicht so. Er sagt bi-abdihi, damit er dir sagt, wenn du Allah dienst, dann führt dich Allah zu den Orten, wo die Menschen dann sagen, wie geht das? Geht nicht, doch geht. Du gewinnst an Zeit, unermesslich. An Kraft, unermesslich. An Stärke, unermesslich. Vielleicht noch eine Sache, in dieser Sache, was man tragen kann. Was sagt Allah, wem er den Koran gegeben hat? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Allah sagt, hätten wir diesen Koran auf einen Berg herabgesandt, so würdest du sehen, wie er vor Angst erschüttert und zerbricht. Und danach sagt Allah was? Tilke amthalu, damit ihr nachdenkt. Dieses Beispiel geben wir euch, schlagen wir euch, damit ihr nachdenkt.
Allah hat den Menschen dazu fähig gesehen, das zu tragen, was ein Berg nicht tragen kann. Allah sagt, denkt nach. Wie viele Menschen müssten auf Mount Everest stehen, dass dieser Berg zerbricht? Äußerlich siehst du schwächer aus wie der Berg. Aber Allah hat gesagt, du kannst diesen Koran tragen, der Berg nicht. Auch vergessen ist eine Gabe von Allah. Wenn man nicht vergessen könnte, wie will man die Trauer vergessen? Der Mensch ist nicht, ein Berg ist was, sieht stark aus, aber ist nicht elastisch. Der Mensch ist elastisch. Das Gewicht kommt und er kann sich dementsprechend anpassen. Allah hat ihm die Fähigkeit dazu gegeben. Deswegen komm nie in deinem Leben auf die Gedanken, dass du jetzt an das Ende gekommen bist. In dem Moment, wo du denkst, jetzt ist alles zu, denk an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. In seiner schlimmsten Phase, wo alle Türen auf der Erde zu waren, hat Allah ihm die Tore zu den Himmeln geöffnet. In dem Moment, wo jede Tür auf der Erde geschlossen war, er jeden auf der Erde verloren hat, hat Allah die Tore zu den Himmeln geöffnet. Deswegen denk niemals, du bist am Ende. Du bist immer am Anfang. Du kannst viel schaffen. Und du wirst noch viel schaffen. Bidnillahi ta'ala. Möge Allah azza wa jalla uns verstehen lassen und aus diesen Sachen viel lernen lassen. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.